So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS, ne ATS. Erstmal hier Record. Genau. So, OBS macht ein Ding. Ah, er macht ein Ding. Sehr schön. Gut, dann können wir direkt loslegen. Audio stimmt auch alles. Außer dass ich das Mikrofon noch ein bisschen vor meinen Mund nehmen muss. So ungefähr. So. Genau, wir sind immerhin schon Level 19, die Sonne kickt schon wieder rein. Ein bisschen zurücklehnen hier. So, wir haben keine Mission, das ist schon mal irgendwo gut. Wir hatten mit den Fahrern gearbeitet, ne? Ja, genau, wir sind jetzt die sogenannte Philipp-Garage. Philipp Positive und Philipp Negative. Ja, wenn man hier P und N zusammennimmt, und noch ein P und noch ein N, kann man so schöne Gatter bauen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau, wir haben unseren aktuellen Auflieger. Haben wir, sollten wir haben. Wir gehen mal kurz rein ins Spiel, gucken mal, wie unsere Stats aussehen. So. Ah, okay, wir stehen hier mitten in der Ecke und krumm und schief und alles so, wie es sein muss. Perfekt. Genau. Wir sind getankt, wir sind ausgeschlafen, alles gut. So. Fahrer haben wir alle eingestellt gehabt, ne? Fernfahrt, Fernfahrt, Fernfahrt. Und die sind alle schon ausgeglichen, weil sie bei Fernfahrt bereits alle Level drin haben. Das ist auch schon mal sehr gut. Okay, also wir haben bereits vier, die voll ausgemaxt sind bei Fernfahrt und drei, die halt. Die beiden haben wir erst vor kurzem eingestellt. Der ist schon etwas länger dabei. So, ansonsten haben wir 50.000 Euro und wir haben. Okay, wir haben voll Kredite. Okay, wir haben eine E-Mail. Neue Spezialtransporte. Weitere Unternehmen, lalalala. Was sind Fähigkeiten? Lalalala. Okay. Aha. Gut. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Wir gucken mal erstmal nach einer Mission. Ja, wir erstmal gucken hier, bis wir überhaupt mal wieder ein bisschen reinkommen quasi. Wir sind da. Salt Lake City. Hier gibt es natürlich amerikatypisch nur Sprengstoffe, ja, und Fernsehgeräte. Also am lukrativsten klingt erstmal das Ding hier. Ist auch eine relativ schöne Strecke, wo wir, obwohl da waren wir schon ein paar Mal. Aber egal, wir nehmen die trotzdem erstmal an. Wo führt die hin? Die wird nach da oben. Mit 67.000. Ich meine, wir können natürlich immer gucken, hier ein bisschen nach Montana zu fahren. Das sieht ja nicht so nicht aus, als wenn wir das schon so viel erkundet hätten. Genau, das alles grau. Vielleicht sollten wir doch mal versuchen, eher so Richtung oben zu fahren. Ja, er geht auch ein bisschen nach oben. Wir nehmen erstmal das hier. Let's go. So. Ready to roll. Meine Rede. Dann als allererstes mal ein bisschen Musik reinklatschen hier. Die Ausfahrt? Da ist die Ausfahrt. Oh, hey. Noch ein Stück. Wartung, mal gucken. Jo, alles im grünen Bereich. Sehr geil. Ich verstehe das halt nicht, ne? Wir haben keinen LKW-Schaden und keinen Aufliegerschaden. Haben aber 705 Dollar Selbstbeteiligung? Hä? 705 Euro von was?
Oder ist das eine Grundgebühr, die immer um drauf kommt und deswegen kommen die Preise immer so rechnerisch nicht hin? Kann das sein? Ich meine, wir haben jetzt 49.000. Wenn ich jetzt auf Reparieren klicken würde, würde ich dann 700 Euro bezahlen? Ah, so, die Münze müssen wir mal. Ich jetzt aber mal speichern. Danke. So, wird es akribisch. Nö. Okay, wollen wir mal kurz weiter. Das können wir relativ schnell herausfinden. Also, wir wissen, wir haben da 705 Euro scheinbar Grundgebühr. Oh mein Gott, meine Bremse geht nicht. Ups. Wo kommt denn dieser Unfall her? So, dann fahren wir mal hier. So, achso, Motorschalten brauchst du gar nicht. Was? Ich wollte eigentlich nicht pennen, ich wollte hier in die Werkstatt. Hä? Dies ist ein Rastplatz? Seit wann ist das? Ich war eigentlich gerade die Werkstatt? Aber. Das ist doch die Werkstatt. Wow. So, Wartung. Jetzt haben wir 15.000. Aber immer noch 705 Euro. Also das da oben sind zusammen ungefähr so 18.000, 19.000 Euro. Ja? 7% davon, wenn wir mal ausgehen, wir haben so ungefähr 20.000 Euro. Und gehen wir von 5% aus. Oh, muss ich aber rechnen. Das sind dann ungefähr 100 Euro. Richtig? Nee, Quatsch. Bei 20.000 Euro sind es 1.000 Euro. Wären 5%. So. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall von unserem Schaden her über 1.000 Euro bei 7%. Weil 7% sind ja mehr als 5%. Das heißt, bei diesen 1.000 Euro plus die 700 Euro Selbstbeteiligung, dann würden wir trotzdem auf über 1.700 Euro kommen. Also wie kommen wir denn hier auf diesen 1.300? Das ist so, wie sitze ich? Ey, ich habe absolut keinen Plan. Absolut keinen Plan. Sehr interessant. Naja. Ich muss mal gucken, ob ich dazu irgendwie online ein Dokument finde. Irgendwie im Handbuch. Früher gab es ja bei Eurotruck Simulator immer so eine PDF mit bei. Wobei da meistens nur so Tastenkürzel und so erklärt wurden. Aber jetzt muss man gucken, ob das irgendwo erklärt wird, wie sich dieser Preis da zusammensetzt. Würde mich mal hart interessieren. So. Wir haben schon drei Axa, ne? Ja. Wie habe ich jetzt gerade meinen Blinker ausgeschalten? Langeweile? Weil diese Ampeln direkt am Straßenrand gestellt sind. Kommst du mit dem Auflieger kaum vorbei. Ach, hier waren wir doch sogar schon mal.
Mach auf das Ding. So, da hinten ist der Annahmepunkt. Oh, schöne Gegend. Schön detaillierte Baustelle. Gut, der da oben sitzt ein bisschen sehr schräg drauf. So würde ich jetzt unbedingt nicht ein Baustellenfahrzeug parken. So arbeitssicherheitstechnisch vielleicht ein bisschen vage. Also nicht in der Waage, sondern Waage, also E-Waage, Wasserwaage. Eben nicht so auf Frachtmarkt. Und annehmen. So, wir müssen da hinten. Können wir hier irgendwo rum? Ja, sieht gut aus. Was? Was? Keiner mag mich. Gut, die muss ein bisschen auf den Weg, da kann ich nicht rauf, weil da irgendwie eine Alpha-Wand drin ist, natürlich. Und sonst komme ich auch nicht vorbei. Also können wir es vergessen. Da muss ich weiter ausschwenken. Über diese Alpha-Wände. Ich werde locker über den Berg drüber kommen. Aber na. So. Erstmal die Menschen hier platt fahren. Hallo. Spaß. So. Wenn das hier nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Perfekt. So, wo ist jetzt der Platz? Hallo? Ach da, okay. Also zu meiner Rechten. Gut, dann wollen wir den Auflieger mal in die Spur bringen. So, groß. Da hinten. Oh. Eine Baumaschine. Na gut, die habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Ach, okay. Also. Und gut, ja. Mein Hänger steht gerade. Das Einzige, was zählt. So. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, wie sie hier so meinen Auflieger beladen wollen, wenn ich da hinten so drinne stehe. Weil der öffnet sich nach hinten. Und da hinten stehen hoffentlich die Gerätschaften. Aber hey. Das ist nicht unser Problem. So, da vorne müssen wir eine harte Rechtskurve machen. Okay. Mach auf, nein! Warum tut ihr das nicht? Ah, halt. So, Straße frei, Straße so semi-frei. Oh, ernsthaft? Leute. Diesen Prozent, den bezahlst du mir. Kommt der so einfach so an, ihr Rat? The fuck is going on hier schon wieder? Alter, erst kommt er mit 180 Sachen hier um die Ecke hier. Warte mal, wenn ich den anstoße, der wird garantiert spaßig. Weil sobald ich ihn berühre, hat er Physik. Bumm. Okay. War jetzt vielleicht keine so gute Idee. Jetzt habe ich 2% Schaden. Und 6%. Okay, komm, leck mich. Nee, aber das ist genau das, was ich meine. Solange wie man NPCs halt nicht berührt, haben sie auch keine Physik. Das heißt, sie fahren einfach auf vorprogrammierten Spuren und bewegen sich quasi einfach nur laut ihrer einprogrammierten Geschwindigkeit nach vorne. Also laut der Geschwindigkeit, die sie halt haben sollten. Hier bin ich. Ich dachte, ich habe vorher gespeichert. Aber wie gesagt, sie haben halt keine Physik dadurch. Sondern sie bewegen sich wirklich nur auf diesen Schienen.
Und das war's dann. Aber sobald du halt mit ihnen interagierst, müssen sie sich halt verhalten wie andere Objekte, mit denen man interagiert. Sprich, also die müssen irgendwie physikalisch auf einmal berechnet werden. Und wenn man dann so eine Scheiße ist wie da, dass sie irgendwo drinnen stecken, ist das natürlich kein Problem, solange wie sie sich auf den Schienen bewegen. Easy. Aber wenn auf einmal die Physik einkickt, dann gibt's Probleme. So, machen wir hier schnell. Hallo? Das verstehe ich auch nicht, warum die LKWs, wenn man bremst, dann sieht man immer, wenn man jetzt in der Außenansicht ist und dann bremst, dass sich die Räder dann kurz rückwärts bewegen. Teilweise. Also, wie man gerade gesehen hat, dass ein LKW auf einmal ein Stück rückwärts gefahren ist. Müsste mal ein bisschen drauf achten. Passiert nicht jedes Mal, aber häufig genug, dass es einem auffällt. Vor allem, wenn man denn auf einmal nach dem Losfahren, also nach dem Stehenbleiben, auf einmal dann anfängt rückwärts zu fahren. Aua. Wo bist du denn gerade? Keine Fragen, euer Ehren. Reicht noch nicht aus. Muss noch ein bisschen gerader ziehen. So. Wo ist denn der Rastplatz schon wieder? Ich sehe den Rastplatz gar nicht. Hä? Och, leck mich doch dahin. Alter, Leute. Warum ist er denn jetzt woanders? Ist doch der exactly gleiche Job. Fängt er wieder gut an hier. Reicht das so? Boah, halt. Boah. Ich zieh mal ein bisschen gerade hier. So. So, perfekt. Und jetzt nochmal hier. Gut, das heißt, wir müssen da vorne bei der Kurve aufpassen, weil die NPCs da scheinbar um die Kurve rauschen. Wie die Bekloppten. Aber gut, wenn man es weiß, dann weiß man es. Also sicherheitshalber Feuer speichern. Wow. Wir sind schon 20 Minuten in der Folge. Ja, Folge ist fast vorbei. Und wir haben noch nichts geschafft. Ja, was ist denn hier jetzt für ein Verkehr? Oh, was ist da für ein Stau? Ja, guck mal, wie die einige rauskommen. Na gut, jetzt geht's eigentlich gerade. Aber die machen auch keine Erschwert, um stehen zu bleiben. Und der nächste. Eieieiei. So. Weg mit dem Schild. Stoppschilder braucht eh keine Sau. Die NPCs sind mir ein bisschen zu kurios, um auf Stoppschilder zu achten. Guck mal, hier war auch noch eine Ausfahrt.
Sind doch hier enge Kurven, ey. Weißt du, hier ist links und rechts nichts außer Gestrüpp und Bäume. Aber die Straße müssen sie super eng bauen, so wie in der Innenstadt, ja? Also, ich weiß auch nicht. So, 45 können wir fahren. Und wir haben grün. Bitte bleib grün, bitte bleib grün. Grün, 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 grün. Grün wie die Nacht. Was? Yeah. Gerade so. Oh, rot. That's sad. Autobahn frei, bitte. Ja, nice. So, alle Wege für nach rechts, okay. So eine Kreuzung liebe ich. Aber 50 Meilen vor uns. Wow. Ich meine, ich weiß, dass es eine kurze Strecke war, aber so kurz? Ich meine, gut, ein Stück sind wir jetzt auch schon gefahren, muss man auch sagen. Aber jetzt mal wieder seit langer Zeit, dass wir mal wieder eine Mission in einer Folge schaffen. Und das, obwohl wir zweimal neu laden mussten. Keep left? Hast du mich nicht gerade nach rechts geschickt? Du dumme Nuss, du? Hä? Achso, da war... Wiegelstation hätte ich. Hätten wir eigentlich drauf fahren müssen, ne?
klar. Gerade eben dürfen wir noch 80 fahren und dann im nächsten Moment dürfen wir nur noch 40 fahren und direkt Ampel. Geil. Hätten die uns nicht vorwarnen können? Was macht der da schon wieder? Dachte ja gerade, die rote Ampel ist für ihn bestimmt oder was? Nee, nee. Oh, schöner Oldtimer. Sehr geil. Ja, komm, wir schaffen das drin locker. Was sollen wir uns von dem Roten abhängen lassen hier? Guck mal, habe ich mehr Power als du, Bitch. Oder weniger Fracht. Oder beides. Unser Kunde erwartet Lieferung da bald. Aber jetzt dringen wir mal hier nicht. Stockert ist schon wieder so unangenehm. Erst Aufenthalt ist in Logan Paul. Die heute schon mit dem Spiel los. Das stockert ja. Warum bremst der Bus ja andauernd? Aber ist ja genau der gleiche Ort wie. Ja, ist genau gleiche. Modul, Sektor, was auch immer, wie die andere Ladestation. Was? Achso. Ich hab grad irgendwie doch auf irgendwas gewartet, was da kommt, aber da kam nichts. Fortfahren. So. Gut, dann will ich mal sagen. Guter Zeitpunkt, einfach mal Stopp zu machen hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit einem etwas längeren Auftrag wahrscheinlich wieder. Wie gesagt, ich versuche gerade ein bisschen nach oben Montana zu kommen. Mal gucken, ob das klappt.